Kennt ihr Menschen, die denken, sie wüssten alles besser? Die sich für die Besten und Schlausten halten? Die immer sagen, die anderen sind schuld? Nein, mir würde sowas nicht passieren. Wie geht man mit solchen Leuten um? Vielleicht sagt man, du wirst dich noch ganz schön wundern. Genauso ging es Gott auch mit dem Volk Israel im Alten Testament. Das Volk dachte immer, wir wissen es besser. Nein, wir brauchen Gott nicht fragen, denn wir wissen selber, was gut ist für uns. Wenn jemand falsch liegt, dann sind es die anderen, wir nicht. Und dann sagt Gott zu dem Volk, und das ist der Losungstext für heute, Jesaja 29, ich will auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe. Ich will mit diesem Volk wunderlich umgehen, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe. Ihr werdet euch noch wundern. Wenn das normale, vernünftige Reden nichts hilft, dann musst du erleben, wohin deine Sturheit dich führt. Wenn du immer an allen herummeckerst, wirst du erleben müssen, dass du am Ende alleine bist, weil keiner es mit dir aushält. Wenn du dich für so weise hältst und nicht auf Gott hörst, wirst du am Ende erleben müssen, dass sich deine Weisheit ins Gegenteil verkehrt. Gott zwingt nicht. Er bestraft nicht kleine Sünden sofort, wie man das manchmal so meint, sondern er lässt uns eine ganz große Freiheit. Die Freiheit, auch nicht auf ihn zu hören. Die Freiheit, auch eigene Wege zu gehen. Er warnt und er mahnt und er bittet und er wirbt um uns jeden Tag. Aber was ist eigentlich, wenn wir nicht hören wollen? Was ist, wenn jemand ganz beratungsresistent ist? Dann wird Gott auf wunderliche Weise mit uns umgehen, sodass wir uns irgendwann hoffentlich zumindest wundern werden. Nicht drohend, nicht von oben herab, sondern werbend und liebend. Bei Jesus können wir das sehen. Und das ist der zweite Vers im Losungsbüchlein. Da heißt es Matthäus 6 oder Markus 6, viele, die Jesus zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Sie wundern sich. In Jesus geht Gott wunderlich mit dieser Welt um. Gott hat so gehandelt und so geredet, dass sich ganz viele gewundert haben in Jesus. Sie haben es nicht unbedingt verstanden, wer Jesus ist. Aber viele sind ins Nachdenken gekommen. Viele haben durch das Wundern zu Gott gefunden, wieder den Weg zurückgefunden, haben umgedacht, sind umgekehrt. Gott ist der ganz andere. Halten wir uns nicht selber für klüger als er. Tun wir nicht so, als wüssten wir alles besser. Sondern sind wir bereit, neu zu staunen, neu zu lernen, uns in Frage stellen zu lassen, umzudenken, auch uns zu verändern, vielleicht heute. Wo will Gott mir zeigen, was heute gut für mich ist und was nicht? Ich schließe mit dem kleinen Gebet hier aus dem Losungsbüchlein. Herr, wie oft täuschen wir uns selbst mit unseren Ideen und Plänen. Manche Hoffnung zerrinnt, aber auch manche Befürchtung erweist sich als unbegründet. Wir erfahren dich als Gott, der anders ist, als wir denken. Du überraschst uns immer wieder, vielleicht auch heute. Wir vertrauen uns dir an. Amen.